Ausschau gehalten und plötzlich war ich 4 Blocks weiter. Mein Mistelzweig ist auch weg. Mach's gut, Weihnachtsschmatzer. Schade, Turteltaube. Hier ist soweit alles in Ordnung. Die Befreiung des Roten Blitzes war ein Flop, aber es gibt eine neue Mission. Ich mache jetzt einen Plan. Oh, großer Weihnachtsgeist. Offenbare uns doch, wo die Geschenke verborgen sind. Oh, was sagt ihr? Was sagt ihr? Ihr zwei habt echt einen an der Weihnachtswaffel. Das war der 11. Ich halte das nicht mehr aus. Muss auspacken. Ruhig, Lori. Leute, könnt ihr mal chillen? Ich versuche zu schreiben und stehe voll auf der Leitung. Vielleicht geht das. Voll auf der Leitung liest der Weihnachtsmann Zeitung. Oh, das wird nie was. Leute. Okay, vergesst den hässlichen Fetzen von vorhin. Das ist das perfekte Weihnachtsoutfit. Wo sind die ganzen Strümpfe hin? Wieso zum Rentier verschwindet hier alles? Leute! Oh, Lilly, du hast doch nichts. Hey, 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 ich brauche einen Testesser für meinen Feigenpudding. Oh, puh, falscher Verdacht. Ich mach das, Daddy. Dein Feigenkuchen ist für mich jedes Jahr das Highlight des Weihnachtsfestes. Du guckst zu, oder, Weihnachtsmann? Wahrlich erbärmlich. Feigisch? Leute, könnt ihr mir vielleicht mal eine Sekunde zuhören? Ich war gerade im Haus von Mr. Grouse. Das ist ja nicht zu fassen. Ohne Witz nicht leiden. Der ist gar nicht so übel. Also doch, aber ich glaube, ich weiß jetzt wieso. Und danach schickte er mich weg. Das ist ohne Witz so traurig. Er hat auch eine große Familie. Ich kann das nicht glauben. Und er kann nicht bei ihr sein. Das ist ja furchtbar. Wenn er uns alle so zusammensieht, trifft es ihn sicher umso mehr. Normalerweise bin ich immun gegen menschliche Regung, aber... Kein Wunder, dass er jedes Mal so grummelig wird am Ende des Jahres. Wie konnten wir das nur übersehen? Vielleicht, weil wir uns einzig und allein für unsere Weihnachtsgeschenke interessiert haben. Ja, wir haben alle nur daran gedacht, was wir geschenkt kriegen. Dabei sollten wir lieber überlegen, was wir verschenken könnten. Ist das nicht genau das, worum es an Weihnachten geht? Leute, ganz klar. Kein Wunder, dass mein Song mies ist. Ich hatte nur den falschen Ansatz. Wir müssen uns was für Mr. Grouse ausdenken. Ja! Aber was können wir tun? Ich hab da einen Plan. Okay, hört mal ganz genau zu. Was? Ist denn hier niemals Ruhe? Eine Liste und wünscht sich auf Dinge, die man nachher gar nicht mag. Doch sind wir zusammen, wird jeder Tag ein Feiertag. Nicht nur neben, sondern geben zählt der Geist der Weihnachtstag ist aus. Werft die Liste weg, umarmt euch Weihnachten, kommt in jedes Haus. Weihnachten, Mr. Grouse. Wir haben zusammengelegt für ein Geschenk für Sie. Ist eine Fahrkarte. Dann können Sie morgen früh los und Ihre Familie besuchen. Und bis es soweit ist, bringen wir unsere Familie zu Ihnen. Wie wäre das, Nachbar? Laut! Das ist das schönste Weihnachten, das ich je erlebt habe. Dankeschön. Ihr habt alle einen Haufen Punkte auf der artigen Liste des Weihnachtsmanns gesammelt. Ich etwa auch? Sogar du. Schon wieder? Also, worauf wartet ihr? Dann mal rein mit euch. Sehen Sie, Mr. Grouse, jetzt ist es nicht mehr so düster hier drin. Ja, du ruinierst alles. Leute, das ist es. Endlich das perfekte Weihnachtsoutfit. Es ist nicht
für mich, es ist für Mr. Gross. Die können Sie morgen auf der Reise anziehen. Danke vielmals. Was ist mit der Gardine? Essenszeit in 5 Minuten. Bevor wir uns hinsetzen, möchte ich noch eine Kleinigkeit sagen. Rede, rede, rede. Ich weiß schon, dass ich wahrlich nicht immer der freundlichste...